Ich muss ehrlich sagen, ich hatte sehr viele verrückte Theorien gegenüber Biakram, wieso er nochmal hier auftauchen könnte. Witzigerweise das Naheliegendste und das Logischste, darauf kam ich natürlich nicht. Dass es einfach nur jemand ist, der sich als Biakram ausgibt. Also ich dachte daran, weil ich mir gedacht habe, so jemand könnte nicht bei sowas reinkommen. Even the fake that was pretending to be the ultimate affluent progeny, Byakuya Togami! Fake? Hey, The fake that his purpose was of question marks isn't a mistake or an oversight. Supposedly enough, that's the correct information regarding him. Even if the person has no name, no permanent address, and even his age and gender is unknown. Basically, he doesn't exist. Because he doesn't exist, he is able to exist as anybody. This is talent. Though I'm not jealous of that at all. That person, was it really Byakuya Togami? Perhaps. Oh. Is that why he was so much better compared to when he was involved in the kidding school life? Jetzt fühle ich mich total dumm. Wenn ich für über 160 Parts geglaubt habe, dass das eine dieser Personen sind. Ja. So. His physique doesn't affect his ability to fool others at all. And the imposters are still like that. Ja. Ich meine, Monokuma hat recht, ich bin drauf reingefallen. Obwohl es große rote Flaggen gab. And he was lying to us the whole time. But still. He couldn't help it. What? Why couldn't he help it? Oh. Because that was his talent. Ja, das ist Byakuya, ja, das ist dumm zu fragen, wieso hat er uns angelogen. Huh? Having talent means you're also bound to that talent. No moment you obtain talent, the moment you attempt time, where your life has already been chosen for you. You can never look at the ass except rely on that talent. That is whether you want that life or not. In that sense, compared to the other ultimates, your life might be a bit more liberating. What the hell? Anyway. Anyway, I'm not happy that you guys fell for a skill that I had nothing to do with. That's right. So I told you straight up, this revelation about Byakuya is exactly the truth. And then, what was he trying to say to me at the time? I cannot talk to others about my past. I suspect that my skeptical nature is partly to blame. Oh. That. Wieso gehe ich davon aus, dass er hier. Natürlich, er wollte in die Klasse als Byakuya Togami. Das hat sie ihnen ausgegeben. So. Er wollte aber nicht während des King School Lives Byakuya Togami sein. Das Problem ist, er konnte halt nicht wirklich freilegen, wer er ist. War wahrscheinlich, weil er dachte, dass niemand ihn glauben würde. Ja, das ist traurig. Distrusting others and being distrusted in turn. For a long time, my life has been a living hell. Ja, das. Die Aussagen ergeben sehr viel Sinn. Aber die haben auch für Byakuya sehr viel Sinn. Wenn man halt weiß, dass er halt im ersten Killing School Game dabei war. Und andauernd damit leben musste, niemandem zu vertrauen. Dass halt auch niemand in ihm wirklich vertraut. On the context, if I had to guess, maybe he was just complaining that he was cursed to one another. There's nothing more than a fraud. Ja. Und er hat versucht, sein Talent abzulegen. Aber konnte es halt nicht. So wie Chiaki halt sagt, ist er erst dran gebunden. Das ist das große Problem. Niemand
Er hätte nie eine Person jemand sagen können, wer er eigentlich ist. Weil ihn niemand geglaubt hätte. Selbst in so einer Situation. Er sagt ja schon einiges aus, dass... Und, 1, 2, 3, 4, 5, 6, von 15, natürlich. Leuten. Ah ja, das wird jetzt auch schon geändert. Das ist jetzt die Ultimate Imposter. Ja, die 15 anderen, selbst die hätten ihn nicht geglaubt, selbst in so einer Situation. Das ist traurig. Trauriges Leben. But if your guests had your skill memories, you would never have been betrayed in the first place. Ja gut, ne, hätten wir die gehabt. Dann hätten wir natürlich, Situation ist halt das gleiche wie mit Junko. Mukuru Kusaba. Der Rollentausch hat ja nur funktioniert, weil wir die Erinnerungen nicht mehr hatten. So dass wir halt dachten, dass Mukuru Kusaba noch durch die Schule läuft, obwohl der eigentlich schon tot war und Junko hinter Monogatari. Nur deswegen klappt. Aber halt den Ultimate Imposter als Byaoka Togami in diesem Killing School Chip teilnehmen zu lassen. So dass er halt nie wirklich jemandem erzählen kann, wer er ist, weil niemand ihn glauben würde. Das ist, es funktioniert natürlich auch dann nur so, ne? I mean, it'd be different if you were meeting him for the first time. But since you guys went to the academy, you should have known about the ultimate puzzle already. So in the end, it all leads back to memory loss. Jeez, the Visual Foundation sure is awful. There's no way you should ignore Monomi or the traitor. Who is it? Who is the traitor? Just from looking at the 16 profiles, I still wouldn't know who's from the Future Foundation. Is there really someone like that? Of course! I love to even know! I made that fight so you guys couldn't find out! Could it be? It's just as I thought. You're the one who did it. Okay. Wenn wir Monokuma Glauben schenken. Gut, dann hat sie ja geklärt, also. Byakuya ist jetzt nicht mit der Verräter. Ich glaube, das wäre sehr antiklimatisch, wenn wir die ganze Zeit diesen Verräter halt gehabt hätten, der schon längst seit dem ersten Kapitel tot ist. Das heißt, der Verräter muss entweder sehr vor kurzem gestorben sein oder noch leben. Und in den Kreis der Verdächtigen, die ich momentan habe, sind alle drei davon betroffen. Also er ist vor kurzem gestorben und oder lebt noch. Das wären Nagito, Chiaki und Hajime. Das Ding ist, wollte er wirklich halt mit dem Bombending und so herauslocken, wer der Traitor ist. Oder hatte irgendwie durch was anderes herausgefunden, wer der Traitor ist. Und dadurch ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass er selbst der Traitor wäre. The fact that there are 16 prophets in this, what's wrong? I mean, the traitor is a person by the Future Foundation, not a student from Upstreet Academy. Okay, das Offensichtlichste wäre jetzt zu denken, dass Byakuya immer noch der Traitor ist, weil er ja der Ultimate Imposter ist. Kann sich als jeden ausgeben, er wird perfekt für einen Spion. Das Ding ist halt,
Hajime ist einer meiner Verdächtigen, also wir selbst. Wir sind Reserve. Das kann der Grund sein, wieso Nagito so negativ gegen uns war. Weil er selbst sehr verwundert war, dass wir es halt überhaupt geschafft haben, hier nach Hauptspiel zu kommen und überhaupt in diese Situation. Wahrscheinlich, das wird es erklären. Nagito ist halt immer noch, ne? Man braucht als Spion auch Glück. Ne? Und wenn ich die Leute, die hinter FIFA Foundation stecke, richtig zuordne, dann sind das die Leute aus dem Essen Killing School Game. Und ich glaube, die wissen, dass man sehr viel Glück braucht, um lange zu überleben. Und die andere Person wäre halt Chiaki. Das halt so eine Sache ist, das wird so ähnlich zu, Dings, aus dem ersten Teil. Ich habe ihren Namen vergessen. Es tut mir leid. You made a fake proper for the traitor and included it in here? Correct! It wouldn't be funny if we got to the traitor was so easily right. We can't use this file to figure out who the traitor is. This was true for Nagito too, right? Probably! Nein. Das lässt jetzt aber weiter auf Nagito schieben. Okay, wenn ich jetzt davon ausgehe. Es ist eine 50-50 Chance. Ich gehe mal stark davon aus, Nagito hat herausgefunden, wer der Verräter ist. Das war ein Selbstmord, den er begangen hat. Weil die einzigen Daten, die er nachprüfen konnte, waren seine eigenen Daten, die da drin stehen. Und wenn da so die Basic-Daten drin stehen und eine Basic-Daten, Monokuma, die nicht genau weiß, weil er ist ja kein Schüler, das heißt, dann, die Daten können halt falsch sein. Und Nagito muss es am besten wissen. Heißt, deswegen kann er sich so komisch benommen haben, weil er realisiert hat, dass er eigentlich der Verräter ist. It's dripping with despair, isn't it? You're wasting your precious time on something that isn't a clue. Are you sure about this? That's not a wise decision. Time's up, you know. Time's up? Wait. Bye-bye! Excuse me for a moment. Das ging schnell. The chime just now. What is most important for living things? Asteroids? Well, personally, I think time is. Oh ja, das hätte ich zweites gesagt. I mean, your bank account may go up and down, but time will inevitably run out, right? Ja. That's why we gotta cherish time. There is nothing more wasteful than wasting time. Ja. So, time's up. We will begin the last class trial. So please gather at Monokuma Rock. Wieso der letzte Class-Trial? Es könnte ja sein, dass jemand ja noch in diesen Zeit, bis der Timer abläuft, jemand umbringt. Nicht besonders wahrscheinlich, da wir viel zu wenige sind, aber ey. I'll see you soon! The last Class-Trial? Ist übrigens schlimm, ich habe mir, den Anime zum ersten Spiel angeschaut, der eigentlich das erste Spiel halt nur als Anime wiedergibt. Das ist so komisch, Santiano heißt er, glaube ich. Weiß mal, die Stimme von SpongeBob als Monokuma zu hören. Muss ich jetzt seitdem immer wieder denken, wenn ich Monokuma sehe. Muss ich an SpongeBob denken, das ist schlimm. He said it, right? He said last class trial. Yep. Yeah, I hear it too. He really did say it was the last class trial. What do you think? Should we believe him? Monokuma seemed anxious about the Monokuma time earlier, right? In my days. And he said something about the killing skill trip ending, right? Based on the time limit, this might be different than the last one. But still. I can't imagine that it's the real end. Huh? I think Monokuma's real plan might be just beyond that. His real plan? Monokuma's still planning to make us do something. What could it be?
Tja. Und wie wird's im Classroom weitergehen? Das ist eine große Frage. Die machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahmesession. Also auch nächste Folge, nächste Aufnahmesession. Beides. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen. Mit Dungeon Rumpel 2. Goodbye. Despair. Tschüss.